Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Stranger Things 3 The Game. So, wir müssen... Nein, stopp, falscher Knopf. Robin und Steve retten und einen Lachs finden. Ich weiß noch nicht genau, wo. Aber ich möchte die Nebenmission schon gerne schaffen. Und ich muss auch mal was gucken. Ich glaube nämlich, ja. So. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich, das ist schon wieder zu laut. Deswegen mache ich das ein bisschen runter. Den Sound. Und dann gehen wir mal hier noch ein bisschen durch. Weil, wie gesagt, ich möchte schon die Nebenquest jetzt doch mal schaffen. Und der Fisch, Thunfisch, keine Ahnung, wird da auch irgendwo bestimmt liegen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber irgendwo bestimmt. Ja, muss ich mal sehen, wo der sein könnte. Wo der sein könnte, ne? Ach, hier ist schon wieder die Stelle hier mit dem... den Ratten bauen. Ich glaube, hier sind wir sogar schon mal durchgegangen, oder? Hier war ja, glaube ich, nichts, ne? Ach gut, also ich meine, wir sind gleich eh wieder am Limit. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt einsammeln. So. Gesundheit kriegen wir auch gut. Was will man mehr? Was will man mehr? Da liegt eine Pfeile, das sehe ich ja jetzt erst. Ich dachte irgendwie gerade, da hat einer sein Messer verloren oder es war ein Bug. War es ist beabsichtigt. Neuester Eintrag. Durch das neue Abkommen des Bürgermeisters habe ich endlich Geld, um für meine Familie zu sorgen. Du wärst stolz auf mich, Vater. Meine Kinder werden nicht hungern wie ich damals. Erinnerung, Geld umgehend aus dem Büro an einen sicheren Ort bringen. Ja. Schlechte Nachrichten? Ich fühle mich jetzt schlecht. Ja, ein bisschen. Hey. Der hat gut getroffen immer. So, also viel Geld können wir eh nicht mehr aufnehmen. Bei 99 ist Schluss. Fernglas. Hey, ich dachte, wir kriegen ja noch irgendwie so eine Sardine. Ne, was brauchen wir? Ein Lachs. Ich dachte, wir kriegen noch einen Lachs hier raus, hör mal. Aber ich finde auch die Nebenmission so ziemlich kacke. Weil das einfach, wir müssen ja durch die ganze Map irgendwas durchsuchen. Ohne Hinweis darauf. Schwierig. Ich meine, ohne Hinweis ist schon sportlich. Weil es kann einfach wirklich überall sein. Und ja. Sagen wir einfach mal so. Ist nicht gerade so besonders geil, stumpf überall rumzusuchen, wo man schon war, obwohl man auch eigentlich alles mitgenommen hatte. Also, wo man schon war. Hier könnte ich, hier könnte ich nochmal gucken. Hier habe ich, glaube ich, nicht alles unbedingt eingesammelt. Also im ganzen Laden, meine ich. Können wir noch so ein... Ach, das wollen wir gar nicht herstellen. Wir wollen das hier herstellen, ne? Und da fehlt uns noch dieses... Diese Ketten-Dinger da. Ach, dieser Stacheldrahtzaun oder Maschendrahtzaun, eher gesagt. Der fehlt uns dafür ja noch. Und ja, ist halt so. Tschö. So. Ja, Lappen haben wir voll. Wenn er hier nicht... Also ich glaube, dann mache ich doch die Hauptquest, weil... Ich weiß wirklich sonst nicht, wo der Mist sein kann, ne? Jawohl, vielleicht... Ah, okay, ich hätte noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon gucken war. Müsste ich gleich mal nachsehen. Also dieses Haus, wo diese vielen Schlägertypen waren. Da waren wir schon drin, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon mal... Okay.
Bildfehler. Kann passieren. Ich weiß aber nicht, ob wir da schon mal drin wirklich was gesucht hatten. Ja, auch nicht diesen Maschendrahtzaun oder sowas, ne? Lachs aber so und so hat er aber auch nicht, ne? Nö. Haben die, glaube ich, alle nicht. Ich glaube, das sind das ist wirklich so ein Special-Item, was man nicht unbedingt findet. Das ist halt so die Sache, ne? Kann man machen? Muss man nicht unbedingt. Also zumindest nicht ohne bisschen Hilfe dabei. Weil ich meine, wir müssten jetzt hier überall lang gehen, überall durchgehen, überall gucken. Für einen Fisch. Für eine Nebenquest. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin mir relativ sicher, dass hier nämlich auch nichts war. Hier war ich, aber den hätte ich mitgenommen. Also den hätte ich hier mitgenommen, da brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Oder verkauft der was? Vielleicht auch den Maschendrahtzaun? Ich glaube, da haben wir auch schon geguckt, ne? Ne, die Kette verkauft er nur. Lederhandschuhe, okay. Haben wir zu oft. Ja. Halt der übliche Stuff, den wir auch irgendwie an jeder Ecke finden. Also nichts der Rede wert. So, ja, dann kommen wir hier mit dem hier. Ach, geh weg. Hier wollte ich nochmal nachgucken, ob wir hier vielleicht irgendwas gedroppt kriegen. Also so ein Fisch oder so, wenn wir hier alles zerstören. Weil hier bin ich mir halt nicht so sicher. Hier waren wir zwar auch schon drin, das weiß ich. Aber ich bin mir halt nicht mehr so sicher, ob hier nicht noch irgendwas drin lag, weil hier lag ja eigentlich gar nichts drin, das war das Problem. Und ich weiß es nicht, vielleicht droppt er hier noch was, aber anscheinend eher nicht. So. Ja, hier habe ich vielleicht gedacht, okay, vielleicht liegt ja noch irgendein Fisch. Vielleicht können wir noch einen droppen oder sowas, aber sieht schlecht aus. Weswegen ich jetzt... Achso, wir haben schon... Ja, wir brauchen kein Geld mehr einsammeln. Wir haben voll. Full. Ist eklig da drin. Gesundheit, ja. Gut. So Sachen, die man halt jetzt gerade gar nicht mehr braucht. Die wir jetzt hätten gebrauchen können. Aber wofür sammle ich das ein? Geht ja nicht weiter. Ah, so Gewohnheit, man läuft da trotzdem hin. Major Klein, Major Klein scheint viel zu tun zu haben. Major, ne? Ich weiß gar nicht, Major, Major. Ich weiß gar nicht, wie man den Bürgermeister im Englischen ausspricht. Es tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Abgeschlossen, abgeschlossen. Jetzt frage ich mich, können wir da durch eine Nebenquest oder sowas rein? Oder ist das einfach... Ist halt einfach zu... Das weiß ich halt nicht. Aber hier ist ja auch nichts, ne? Ich meine, wir finden hier nur Geld. Das haben wir jetzt voll. Da brauchen wir nichts mehr von. Das Einzige, was wir noch zum Basteln erstmal brauchen, wäre der Hühnerdraht. Ansonsten... Den chemischen Schaden erhöhen. Ja, das Problem ist halt, um 20% erhöhen ist gut, ja, aber es wird einen chemischen Schadenspunkt dazugeben. Naja, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Das will ich halt noch ersetzt haben durch einen von denen hier, deswegen brauchen wir nur den Hühnerdraht erstmal. So, wir haben nämlich dann zwei für die... Ach, wie heißt das jetzt? Zwei für den Angriff. Ja, hau doch mal zu. Er haut hier nicht... Er visiert die andere Ratte an. Das ist traurig. So, dann haben wir zwei für den Angriff auf jeden Fall.
und 2 für die Lebenspunkte. Und dann haben wir ja wie gesagt noch den chemischen. Haben wir noch den chemischen Schaden? Ich guck mal eben. Männliche Figuren richten pro Angriff zu sich 5 chemischen Schaden an. Oh, du riechst noch dieses Ranch Dressing. Ja. Das können wir auch mal auswechseln, finde ich. Ich glaube, dann mache ich da noch so einen Baseballschläger rein. Bringt, glaube ich, mehr als diese 5 chemischen Schaden zusätzlich. Ich meine, 20% mehr Schaden. Dann dürften wir schon dann reinhauen. Da dürften wir dann schon reinhauen. Ja, komm, mach's mal kaputt. Ach, ich wollte gerade gucken, ob wir sie mit 11 treffen können. So. Okay, ja, gut. Doof. Warum ich das weggemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ist denn da noch was? Gucken wir einfach nach und gehen dann da zurück. Ich meine, hier sind wir eh schon durchgegangen. Ich weiß auch irgendwann nicht mehr, wo ich noch suchen soll, ne? Ich meine, wir haben schon alles hier durchgeguckt. Keine Ahnung, hier hinter vielleicht. Das wäre so mega assi versteckt. Also das wäre schon hart scheiße versteckt. Also eigentlich gut versteckt, aber so echt asozial, dass man das wirklich nicht finden könnte, so richtig. Hier ist ein Fernglas schon mal gedroppt. Ich weiß auch nicht, ne, ob hier jetzt der Fisch drin sein kann oder so, ob ich das schon mal alles kaputt gemacht hatte oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ob ich irgendwo den Fisch liegen gelassen habe. Ich glaube nämlich auch irgendwie mal, ich hatte, glaube ich, einen Fisch liegen gelassen, aber da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Keine Ahnung. So, also ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich suche jetzt hier auch nicht mehr so viel weiter. Ich gehe jetzt noch einmal überall so auf im Schnelldurchlauf durch und dann war es das auch. Weil er gibt uns auch keine Tipps. Ja, sieh die Zutatenliste an. Habe ich gemacht, finde ich aber keine mehr. Und das ist dann, würde ich sagen, dumm gelaufen für dich und deine Pizza. Dann ist es mir auch egal, ne? Wenn wir nichts mehr finden und er uns keine Tipps oder Hinweise gibt oder wir keine Hinweise überhaupt bekommen, wo was sein kann, dann ist es halt Pech. Ja, ich keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wo ich dann noch überall nachgucken soll, wo ich noch nicht war. Also, wir waren ja schon hier überall. Und hier ist auch nur, ja, nur das. Und da ist auch jetzt kein Fisch oder so dabei. Also hier ist nichts, was ich sehen würde, was aussieht wie ein Fisch. Also wieder raus. Und mal weiter gucken. Zumindest einmal noch in die Bibliothek, weil hier bin ich 2-3 Mal durch. Da war nichts mehr. Da werde ich jetzt auch nicht nochmal reingehen. War ich hier schon drin? Okay, hier könnte vielleicht noch was liegen, irgendwo unten. Hier war ich nicht so gründlich. Oh, die machen so viel Schaden, ne? Also hier könnte auf jeden Fall noch was sein. Hier könnte noch was sein. Stimmt, hier bin ich zwar drin gewesen, als es noch nicht so alles ausgeartet ist. Aber hier, hier habe ich noch nicht so wirklich drin nachgeguckt. Ach komm. Ja. Gibt einfach mal fett 75 Schaden, Junge. Schwert bekloppt. Dass sie immer noch so ein Ding droppen, ne? Dass
sie mit ihrer Explosion so viel Schaden machen, ne? Aber gut, es soll ja auch schwerer werden. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, jetzt gucke ich mal hier oben nochmal so rein. Ach, komm, machen wir mal richtig. Ja, natürlich. Fusionieren die sich zu einem von diesen widerlichen Ballast-Dingern. So, hier ist auch nichts. Also hier hätte ich gedacht, wenn, dann hier drin, weil... Ja. Woanders waren wir jetzt wirklich überall schon. Hier drin ist es aber auch nicht. Wo könnte denn der Lachs sein, Alter? Boah, ich weiß nicht, wo man den Lachs finden kann. Ich will jetzt auch nicht extra für den Lachs irgendwann nachgucken. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob man den immer an der gleichen Stelle findet oder der auch irgendwie so versteckt ist oder so. Dann ist es halt so, aber... wenn ich jetzt hier nichts drin finde, dann... Ja, ist Pech. Können wir dahinter? Nee. Dann ist Pech, weil dann habe ich wirklich mein Bestes gegeben. Dann habe ich mein Bestes gegeben. Da sind wieder nur diese komischen Schlägertypen. Ja, ich komme nicht weg. Er war auch nicht mehr. Oh gut, noch mehr Bücher in einem leeren Regal. Ja, okay. Gut, dass wir das geklärt hätten. So. Also die geben gut Energie, das finde ich gut. Ja, das wollte ich gar nicht nachgucken. Ach, wir brauchen ja kein Geld mehr. Ne? Also, jetzt gerade nicht. Das können wir nicht kaputt machen, okay. Ah, okay, hier ist auf jeden Fall kein Fisch. Hätte mich auch gewundert. Habe ich denn hier vergessen? Oder beziehungsweise einfach nicht mitgenommen, weil ich dachte so, ein Fisch, gut. Wen juckt ein Fisch? Da sind Ratten. Also hier könnte ich nur denken, dass ich hier noch was vergessen habe. Kann einfach gut sein. Weil, oder was heißt, vergessen habe, dass ich einfach nicht aufgehoben habe, weil ich dachte so, ein Fisch. Also, brauchen wir nicht, wofür auch. Weil ich dachte, das wäre wieder nur irgendwas hier so für Kampfdings. Ich habe ja auch nur gesehen, dass wir ein paar Fische aufgesammelt hatten. Aber jetzt nicht immer die gleichen halt, ne? Doof. Merken, immer alles mitnehmen, was irgendwie anders heißt. Oder immer schön darauf achten, was man da mitnimmt. Ah, okay. Geld. Ich nehme es immer noch aus Reflex mit, auch wenn man es nicht unbedingt bräuchte. So. Ja, das lassen wir jetzt provokant liegen. Das nicht, aber den Rest. Ja, aber ich war... Ja, keine Ahnung. Hier ist nichts. Also die lagen ja dann sonst rum und das verschwindet ja auch irgendwie nicht, weil die Lappen und so liegen ja auch noch rum. Und das Einzige, was ich jetzt noch gerade, was mir so einfällt, ist Hoppers Hütte. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, weil der blaue, das blaue Ausrufezeichen ist hier halt, über den Hawkins Square. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es auch woanders diesen Fisch geben kann. Keine Ahnung, ne, so ob woanders dieser Fisch auch noch ist oder nicht, oder keine Ahnung. Ich meine, das wäre schon so maximal kacke eigentlich, wenn man so Hawkins Square dieses Ausrufezeichen macht. Und zwar nur, weil der Typ, der den Auftrag halt gegeben hat, da war. Ne? Das muss man nicht machen. Ist dann halt verwirrend. Und auch nicht wirklich zielführend. Keine Ahnung. Ich will jetzt ja auch nicht die ganze Folge nur mit Fischsuchen verbringen. Wie viel habe ich denn schon? Ja, fast 10 Minuten. Nur mit der Suche nach dem Fisch. Ich meine, gehört da natürlich, klar, gehört dazu. Aber,
Da könnte vielleicht noch was sein, das ist auch eine Küche. Das ist dann aber auch so wirklich mit das Letzte, was ich jetzt absuche. Danach gehe ich nochmal in Hoppers Hütte, wenn ich ihn hier nicht finde, weil ich... Obwohl, da haben wir auch nichts, ne? Also nicht, dass ich nachkomme, dann danach gehe ich dann und rette Robin und Steve. Danach rette ich dann Robin und Steve. Ist da irgendwas? Ne. Widerlich. Ah, dieses Ekelzeug, ne? So. Ja, hier hätte ich halt noch gedacht, hier könnte noch was sein. So, lauter Bücher. Achtung, wegen der steigenden Anzahl an Randalierern, die am Hawkins Square herumhängen, hat unser besonderes Zimmer ein Schloss. Müsst du öffnen, merke dir vorher. Ja. Ja. Okay. Die macht nicht viel Schaden, aber die stunt halt die Gegner. Das finde ich schon in Ordnung. Und? Ich glaube, das haben wir auch schon nachgeguckt. Aber ich klammer mich gerade an jeden Strohhalm. Ach, Mann. Nee, komm. Lassen wir es gut sein. Retten wir Robin und Steve. Vielleicht treibt der Lachs sich ja irgendwo da unten rum. Wer weiß. Vielleicht finden wir ihn ja wirklich noch oder so, keine Ahnung. Können wir auch mal gucken, ob die Nebenquests weggehen, wenn wir ein Kapitel abgeschlossen haben. Wäre halt scheiße, aber mein Gott. Ist dann halt so, ist dann jetzt auch nicht so tragisch. Wir haben sie zumindest mal angenommen, die Nebenquest, und... Und ja. Was ich noch gucken wollte, das weiß ich nämlich nicht, ob wir da noch eine Nebenquest hatten. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, komm, wir retten Robin und Steve. Wir retten Robin und Steve. Auch nicht schlecht, dass das nicht mehr angezeigt wird, wo man da hin muss. So. Ach, wir müssen zum Aufzug. Stimmt, da war was. Da war was. Hier ist auch nichts mehr sonst, ne? Ich glaube, hier war ein Zwerg. Den hatten wir am Anfang mal gefunden, glaube ich. Boah, Zwerge fehlen uns auch noch eine Menge. Ich hoffe, die finden wir auch noch alle. Aber da bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich halt nicht... Ne, ich weiß es halt nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, alle zu finden, aber ob es jetzt wirklich klappt, kann ich nie sagen, kann ich nie versprechen. Verrückte Säure gefunden. Nehmen wir einfach mal eins mit. Wir haben eh zu viel Kohle jetzt gerade auf der Tasche. 99,99 ist Ende. Da können wir eh nichts mehr aufsammeln. Da müssen wir was ausgeben. Ne, so ist das. Da müssen wir rein. Die haben den Schlüssel für Robin. Und ich weiß auch gerade nicht, ob ich richtig laufe. Schlüsselkarte Level 2. Okay. Ja, gefunden finden wir dann also die Schlüsselkarte Level 2. Ich glaube, da waren wir schon drin. Ich bin mir sicher, da waren wir schon drin. Ja, das war das. Mit dem Zwerg. Bleiben. So, okay, der schießt einfach mal durch die Wände. Komm, schnell, schnell. Nein, zieht uns ziemlich viel Leben ab, okay. Können auch gut wie nichts mehr aufheben, ne? Das ist gerade echt ein Trauerspiel. Hier ist auch die Schlüsselkarte nicht, okay. Nur halt die zwei Kisten, ja, gut. Wo müssen wir denn hin? Ach, da oben. Ach Gott. Ich dachte, das wäre hier gewesen, weil wir letztes Mal auch aufgehört hatten, weil halt, ne? Zeit und so, ihr wisst Bescheid. Ich muss halt auch immer gucken, ne? So lange kann ich halt, oder beziehungsweise, wenn man keine Zeit mehr hat, dann haben wir keine Zeit mehr. Deswegen musste ich zurück, weil das Spiel, das speichert ja auch nur, wenn man, ich glaube... Willst du mich verarschen?
Ach, okay. So, folgen. Hoppa, du kannst mir folgen. Oder bleib mal lieber. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer. Einfach, hä? Ach, da wären wir auch lang gekommen. Ach, leg mich doch am Arsch. Mann, ich hätte gewusst. Lohnt sich auch mal richtig auf die Map zu gucken. Wir müssen gleich übrigens mal ein Medikit nehmen, ist besser. Bevor noch irgendwelche Überraschungen kommen. Ich meine, die kosten nicht viel. Nehmen wir mal einfach eins mit. Ach, nicht schon wieder so ein dämlicher Alarm. So. Ach, Mensch, Junge. Tauschen. Geh doch da weg. Beim Tauschen. So. Oh, steht da einfach im Weg. Schlüsselkarte Stufe 2. Jetzt kannst du folgen. Euch lassen wir uns jetzt gerade nicht treffen. Oh. Oh, von ihm jetzt auch nicht. Schön. Alter, wo geht's da hin? Junge, wie groß ist denn das Gelände hier, ey? Wo ist Robin? Vielleicht ist sie entkommen. Die Wächter müssen sie verlegt haben. Wenn ja, heißt das, dass Steve... Wir müssen weitersuchen. Ihr und Steve bleibt nicht viel Zeit. Bruder... Jetzt mal ohne Spaß. Wann haben sie die denn verlegt, ey? Ist halt ein Scherz. Jetzt in den 20 Sekunden, die wir hier durchgegangen sind, ey. Hat die sich null gewehrt? So. Komm, schieß nochmal. Pech gehabt. Hast uns nicht getroffen. So, ja, das haben wir alles. Jetzt haben wir schon alles, das brauchen wir nicht mehr. Wollen wir weitergehen. Dann wollen wir mal weitergehen. Ach ja. Hallöchen. Ei, ei. Ei. Ach verdammt, da haben sie uns doch getroffen. Ein Taschenmesser. So. Danke. Oha. Okay, anmerken, die machen zu viel Schaden. Wie viel wollen denn da noch kommen? Na, noch ein paar? Jawohl! Ja, er hat schon wieder ordentlich Schaden reingehauen. Ist hier was drin? Nö. Ich dachte, da wäre noch ein Zwerg oder so drin. So, unsere Mitstreiter erleiden nicht so viel Schaden. Das ist gut, das müssen wir auch mal mehr ausnutzen. Diese Poster sind sehr auffällig. Es wimmelt von Notizen. Hä? Ach, okay. Wahrscheinlich erst das, dann das. Dann das und dann das Notizding. Ja, jetzt verstehe ich das. Auch wieder ein Rätsel. Das ist auch wieder ein Rätsel. Gut. Wo kommen wir hier wieder hin? Ach, da. Okay. Da müssen wir, glaube ich, hin. Da möchte ich dann aber noch nicht hin, wenn wir hin müssen. So. Also die greifen zumindest langsam an, das ist das Gute. Ach, verdammt. So, okay. Erst das. Dann das. Dann
das. Als letztes das. Ja. Ah, Schlüsselkarte Level 3. Nice. Sehr gut. Damit kriegen wir wahrscheinlich das hier auf, sonst hätten wir das nicht aufbekommen. Würde ich mal so verdammt drauf tippen. Schaffst du es, Dustin? Ich glaube an dich. Der verfehlt auch mal instant, ne? Oder ne, ein bisschen Schaden kriegt er. So, Kollege, jetzt aber. Ja. Aus dem Nichts kam nochmal eine Feuerfontäne. Hier ist auch wieder nichts drin. Ah, wofür diese Räume, ey? Ist halt wieder so Billo-Räume, so, wo nichts drin ist und nichts, ne? Zwei Räume, wir müssen beide gleichzeitig ausschalten. Ja, das habe ich jetzt... hätte ich dann im Endeffekt auch so gemacht, wenn nichts passiert wäre. Okay. Was? Ach nee. Okay. Komm ich da irgendwie vorbei? Da. Gut. Und jetzt müssen wir mit Dustin noch irgendwas machen. Okay. Nee. Der zuerst. Dann der. Nee, der nicht. Okay. Ach, warte. Der. Der. Nein. Der. Der. Keine Ahnung, Alter. Ist doch der letzte dann, oder nicht? Scheiße. Mann. Du hast den Alarm nicht ausgeschaltet. Ja. Jo, ja. Also unfairer geht's ja gar nicht. Ciao. Unfairer geht es ja gar nicht. So. Das war das, das, das und das. Jetzt sind wir nicht so weit weg. Ärgerlich ist es trotzdem. Und dass die Gegner auch wieder alle respawnen, ist es nochmal ein Stück mehr ärgerlich. Vor allem die Kackgegner hier auch noch. Ja, zumindest haben wir ein bisschen was an Geld bekommen. Ja, er hat es nochmal getan. Uns aus dem Nichts nochmal einen reingedrückt. So, jetzt mache ich das mit Hopper. Ja, zwei Räume, wir müssen beide gleichzeitig ausschalten. Okay, da wissen wir, wie es geht. Da muss ich es jetzt herausfinden. Okay, so nicht. Hä? Hä? Okay. Oh, okay. Also die beiden stellen das Licht da unten an. Geht doch. Ja, lass dir mal weniger Zeit bitte hier mit der Animation. Das würde mich sehr glücklich machen. So. Das würde mich sehr glücklich machen. Danke. Eieieiei. Okay. Jetzt können wir Folgen machen, dann kommt er zu uns. Das war hier aber eins der Rätsel, so frage ich mich wieder, okay, ist so, so. Ja, wie schnell kannst du alles kombinieren? Ziemlich beschissenes Rätsel. Wenn du mich fragst. Ach, Kollege, du gehst mir auf den Keks. Macht der Schaden, Alter. Eieiei. Also der macht schon ordentlich Damage. Das, okay, das ist Robin und Steve.
Da gehen wir noch nicht rein, wenn wir da eh rein müssen. Werden wir erstmal hier gucken. Oh ja. Erstmal ihn hier. Oh, hier können wir noch ein bisschen was abstauben. So. Nehmen wir nochmal ein Gesundheitspäckchen. Und dann kriegt er hier erstmal auf den Kopf einen Viehtreiber. Ah ja. Was kriegen wir hier raus? Außer aufs Maul. Ja, du darfst mir helfen, Dustin. Du kannst mal hinterherkommen. Das ist kein Verbrechen. Putzklone, was übersehen. Das alles? Traurig. Ich dachte, da kriegen wir noch irgendwas. Da liegt vielleicht was. Vielleicht der Lachs. Gut, haben wir ein bisschen Stuff bekommen, okay. Müssen wir Steve von Robin finden. Ah, okay, wo wir nicht hin sollen, da können wir auch noch nicht hin. Deswegen gehe ich einmal komplett zurück. Das geht nicht auf. Na gut, dann finden wir Steve von Robin. Hallöchen. Hey, Henderson, ich habe gerade von dir gesprochen. Steve, wir haben dich gefunden. Steve wirkt durcheinander, was haben sie mit dir gemacht? Sie verabreichten uns ein Serum. Ich muss mich übergeben. Sie schlugen mich zusammen nach meinem Gratis-Eis-Angebot. kommt mit uns, wir verschwinden von hier. Steve stößt dazu. Jawohl! Ei. Ach, wie cool. Er wirft mit Eiscreme. Geil. Robin müssen wir jetzt auch rausführen. Ja, jetzt haben wir alle. Fähigkeit, Prometheumwurf. Wirft Prometheum, das in chemischer Lache explodiert. Hat Hackerfähigkeiten. Okay, die Fähigkeiten haben wir schon alle, die wir brauchen. Ich nehme trotzdem Hopper. Ich mag Hopper. Raus hier. Guck mal, mit diesem Wagen entkommen wir. Kannst du überhaupt fahren? Meine Beine reichen nicht bis an die Pedale. Max hat das doch auch geschafft. Okay. Da liegt übrigens der Lachs. Oh, ich glaub's nicht. Verdammt. Der Lachs. Ey, ich hab doch gesagt, wir finden den hier noch. Aber das ist echt dämlich gemacht, dass es halt so angezeigt wird, als wäre es im Hawkins Square. Mini-Truck fahren, ja. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder die Tür aufmachen. Mal bekommen. Da können wir einfach nicht zuhauen. Gut. Haben wir hier einiges weggeholt. Was, wo sind wir jetzt hier eigentlich, Alter? Junge, ich dreh durch. Aber wir haben den Lachs, wir können die Nebenquest erfüllen, das ist gut. Das finde ich gut. So, hier wieder durch. Ist nicht dein Ernst. Oh. So. Ach gut, das ist halt nur Hacken. So, Kollege. So, ja, dann müssten wir es jetzt aber auch mal geschafft haben, oder? Ah, da unten ist noch eine Tür. Da müssen wir also nochmal hin. Ja, Mini-Truck fahren. Meine Güte. Ah, nee, Moment. Ah, dass sie immer noch da dran kommen, ne?
Erstmal ein Gesundheitspäckchen nehmen. Und dann erstmal hier raus. Junge! So, wir haben uns da nicht gerade gut in die Position reingesetzt. War eher eine ziemlich beschissene Position. Aber gut, haben wir trotzdem geschafft. Ja, da, zurück zum Minitruck. Also wir müssen den auf jeden Fall hier erstmal rausfahren. Müssen wir noch weiterfahren? Ja, super. Okay, dann kommen wir da unten aber raus. Ja, ich weiß. Alarm ausschalten. Ach, das ist so ein Mist. Nein, bitte nicht. Ich mag sowas halt gar nicht. Aber irgendwann hat man sowas oft genug gemacht, dann ist das auch nicht mehr so schwer. Ja. Ich hoffe, der Knopf funktioniert. Ich hoffe auch. Aufzug benutzen, ja. Diese Russen werden uns suchen. Wir müssen uns verstecken. Der Gedankenschinder sucht uns auch. Wir sollten uns im Keller beraten. Ja, jetzt haben wir einen Rummelplatz frei. Geil. Geil. Ja, moin. Kapitel 7, der Biss. Ich hoffe, wir können immer noch die Nebenmission machen. Das wird saudämlich, finde ich. Murray zufolge führen Kleins russische Freunde irgendein Experiment durch. Jetzt, da der Jahrmarkt eröffnet ist, finden wir ihn sicher dort. Billy ist da draußen und sucht mich. Muss zurück ins Nichts. Hier sind wir nicht sicher. Gehen wir in die Hütte. Okay. Steve richtet 10%. Ja, ich sag ja, das ist was für Steve. Das will ich noch einmal bauen. Was fehlt uns denn dafür? Ein Klassiker für den Kampf. Fehlend Faustspikes. Ja. Können wir die schon bauen? Ah, natürlich. Können wir bauen. So, jetzt fehlt uns nur noch hierfür was? Der Hühnerdraht. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. So. Aber an der Stelle mache ich mal einen Cut und würde sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.